Hallo und herzlich willkommen zur vierten Etappe der Tour de Langkawi. Ja, heute eine eher flache Etappe, wobei auch das Prädikat Bergetappe nicht ganz falsch wäre. Eigentlich wollte ich mit Rolly Simon heute in die Spitzengruppe gehen, aber komm, scheiß drauf, die sind ja jetzt alle hier schon unterwegs. Von daher setzen wir wieder voll und ganz auf den Sprint. Harald Orbe ist heute der Mann, auf den wir ja, setzen und bauen wollen. Ich denke, das Profil kommt ihm zugute. Nicht weit vom Ziel gibt es einen Berg der dritten Kategorie. Er ist gut am Hügel, von daher sollte das überhaupt kein Problem für ihn darstellen. 13 Ausreißer sind an der Spitze mit dabei. Koberniak, der Träger des Bergtrikots. Lane, Nika, Velia, Shiraljev, Kamstra, Sufa, Walosov, Hollmann, Lia, Nakai, Sufa, gibt's zwei, und Gmelich, Mailing. Aha, interessant. Ist das ein albanisches Team hier, das? Weil da fahren so viele Albaner drin, Amore Vieta. Guck mal, nur Albaner. Das ganze Team voll. Also, es gibt noch ein paar andere, außer Giuliano Camberei. Camberei, Giuliano Camberei. Schalalalalalalala. Wann wir das wohl mal wieder singen dürfen? Wir werden sehen. Erinnert ihr euch noch? Pro Cycle Manager 2017. Ich glaube, Folge 16 war es. Der erste Saisonsieg durch tatsächlich Giuliano Camberei. Kein Santa Romita, kein Fairwacke oder sonst wer. Nein, es war Camberei, der diesen ersten Sieg geholt hat. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Weißt du was? Wir beteiligen uns heute auch mal an der Tempoarbeit. Kack auf Futarovic. Der kriegt ja eh wieder nichts gebacken, wie ich ihn kenne. Camberei wollte ich jetzt eigentlich nicht mit nach vorne schicken. Okay. Deneffel macht da Tempo. Nee, einer muss ja schon noch auf Orbe aufpassen. Das kann gerne Camberei machen. Denn Orbe muss ja auch geschützt bleiben. Also Tarovic und Camberei, Ibrahim, Entschuldigung, sind auf der Verfolgung der Ausreißergruppe. Ich hoffe, das kriegt man irgendwie hin, die wieder einzuholen. Vorsprung ist bis jetzt nicht allzu groß. 2 Minuten sind's. Und es gibt ja auch noch andere Mannschaften, die ein Interesse daran haben, die Ausreißer einzuholen. Zum Beispiel die von Roy Jans oder auch die von Adam Blythe, weil der hat noch keinen Etappensieg. Jans hat ja jetzt seinen ersten endlich gefeiert. Aber Adam Blythe, der wartet noch auf seinen Sieg. Von daher völlig verständlich, dass sein Team unter anderem mit Stefan Denefel die Initiative ergreift. Genauso wie auch beim Team Austria Cars aus neutraler Sicht. Muss man sagen, völlig verständlich, dass auch die was tun. Denn natürlich ist es keine Frage, wollen wir den dritten Saisonsieg holen? Überfällig ist er. Eine Minute 20 beträgt der Vorsprung der Gruppe. Nicht die Welt. Alles an der kurzen Leine hier, 83 Kilometer vor dem Ziel. Also durchaus alles noch einholbar. Roy Jans ist jetzt auch im gelben Trikot. By the way. Fairwacke liegt gut im Rennen. Platz 20 mit 22 Sekunden Rückstand. Alles im Bereich, wo man sagen kann, yo, passt. Hoppla, was geht jetzt ab? Orbe, nein, das ist nicht gut, da ging eine Lücke auf. Und Harald Orbe ist in der hinteren Gruppe. Gut, dass die
anderen Teams da wieder die Lücke schließen. Denn sowas kann auf jeden Fall mal ins Auge gehen. Wichtig auf jeden Fall, dass Verwacke vorne bleibt. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Aller 64 Kilometer noch bis ins Ziel. 2 Minuten Vorsprung für die Ausreißer. Ein Fahrer ist zurückgefallen. Das ist Bovry vom Team, in dem Roy Jans fährt. Wahrscheinlich hat er sehr viel Arbeit geleistet für seinen Captain und muss dieser Arbeit jetzt Tribut zollen. Jetzt kommt gleich die nächste Bergwertung. Starke Leistung bisher von Khalid Ibrahim und Johan Utarovic, die sehr, sehr hart arbeiten. Das ganze Rennen über schon mit 65% Einsatz den Ausreißern hinterher pedalieren. Musste er auch erstmal stemmen. Jetzt diese Bergwertung. Ich hoffe, auch die schaffen sie. Ja, da sind die Balken schon am Schmelzen wie Eis in der Sonne, aber sie überleben es irgendwie. Ja, wobei es auch keine Abfahrt gibt nach diesem Anstieg. Zumindest nicht direkt. Das macht es nicht einfacher für die beiden. Wie ist der Stand der Dinge? Ja, immer noch ein bisschen mehr als eine Minute Vorsprung für die Gruppe. Aber jetzt sind hier einige Mannschaften interessiert daran, sie einzuholen. Auch Villiers Triestina jagt hinterher, als gäbe es kein Morgen. Haben die einen Sprinter dabei? Das ist natürlich die Frage. Von den Namen her würde es mir jetzt nichts sagen. Da wäre mir jetzt keiner bekannt. Aber was heißt das schon? Was weiß ich schon? So, Khalid Ibrahim, den können wir, glaube ich, gleich in die Tonne kloppen. Der ist, glaube ich, gleich fertig. Mit seinem Job, aber auch mit der Welt. Kann dann erstmal ein Päuschen vertragen. Noch 38 Kilometer, 50 Sekunden Vorsprung für die Ausreißer. Sollte klappen, die einzuholen. Auch wenn es 11 Fahrer sind und die ganz schön Gegenwehr leisten. Das muss man ihnen ja lassen. Aber der Vorsprung schmilzt dennoch. Jetzt ist es Rusvelo, die hier Tempo machen. Mit Cherkasov. Busato, das ist kein Sprinter, aber es ist jemand, der an diesem Hügel kurz vorm Ende eventuell eine Attacke setzen könnte. Vielleicht ist auch das die Taktik heute. Bei dem Team Villiers Triestina zum Beispiel. Orbe. Schön weit vorn. Da gehört er hin. 33 Sekunden Vorsprung. 30 Kilometer noch. Alles läuft nach Plan. Auch Verwacke fährt schön weit vorn. So muss das sein. Die Gruppe wird geschluckt. Nur noch 4 Fahrer sind aktuell vorne. Gibt aber gleich die nächste Attacke. Hatanaka. Ja, tatsächlich, so heißt er. Greift an, aber nur für einen kurzen Moment. Attacke schon egalisiert. Der Japaner konnte diese Attacke nicht durchstehen. Jetzt versucht sein Teamkollege Hirai. Aber das Feld lässt hier keine Attacken zu. Nika und Lane sind noch vorne. Aber auch die werden gleich eingeholt, wie es aussieht. Und damit haben wir hier ja, jetzt das Team Austria-Cars vorne mit Tutarovic und mit Ibrahim. Nur noch Nika an der Spitze und auch der macht schon nicht mehr den frischesten Eindruck. Also, Plan geht wohl auf. Jetzt heißt es natürlich Attacken verhindern. Wir dürfen nicht zulassen, dass jetzt irgendwer meint, hey, ja, jetzt wo alle Ausreißer eingeholt sind, ja, da habe ich doch auch noch eine Chance. Das ist jetzt das Gefährliche. Und Busato zum Beispiel, der gefällt mir ganz und gar nicht. Denn der fährt jetzt extrem weit vorne. Und das sieht für mich genau nach dieser Taktik aus.
Schön. Einfach ein schönes Bild. So, Ibrahim. Oh, der kann noch. Der kann noch ein bisschen. So ist es nicht. Austria-Cars. Tatsächlich kaum zu glauben, dass ich das mal sage. Aber momentan kontrollieren wir das Rennen. Kaum zu glauben, aber wahr. 4,4 Kilometer noch, dann ist die Bergwertung der dritten Kategorie auch Geschichte. Die Aufregung ist spürbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Aufregung ist gerade auf jeden Fall real. Cambrai kann jetzt auch Getränke holen. Nee, Tempo machen. Denn das ist jetzt das Wichtigste, das Tempo hochhalten. Das Rennen schwierig machen, damit unser Kapitän, damit Orbe die besten Voraussetzungen hat. Denn er ist, wie gesagt, der Sprinter, der am ehesten über diese Anstiege rüberkommt. Und jetzt gibt es nochmal Attacken. Lea zum Beispiel. Aber kein Busato, zumindest bisher nicht. Komm. Kutarovic und Ibrahim, warum will ich immer Cambrai sagen, haben ihren Job getan. Die können sich zurückfallen lassen. Das war großartige Arbeit heute von den beiden. Und jetzt kann Cambrai hier das Tempo übernehmen. Velia versucht es nochmal. Der Albaner schnappt sich zumindest die Punkte für die Bergwertung. Ja, damit ist er punktgleich mit Koberniak. Also, es war ihm mit Sicherheit nicht ganz egal. So, Kutarovic und Co. und Ibrahim sind jetzt zurückgefallen. Vorne jetzt Cambrai. Simon macht jetzt das Tempo, übernimmt von seinem Teamkollegen. Rechts gibt es nochmal den Versuch einer Attacke. Dunbar ist es. Wichtig, jetzt hier dran zu bleiben bei solchen Aktionen. Simon heftet sich ans Hinterrad. 10 Kilometer Marke ist erreicht. Jetzt mal so, Cambrai hängt jetzt an Roy Jans. Simon soll mal versuchen, Verwacker abzuschirmen. 6 Kilometer Marke. Okay, das war gerade nicht gut, glaube ich. Alles klar. So, Verwacke folgt ihm. Simon folgt ihm. Kriegst du das Hinspiel? Ja, sieht gut aus. So, Orbe direkt am Hinterrad von Jans jetzt aktuell. Jetzt nochmal ein paar kleine Attacken. Wo ist Roddy Simon? Der ist noch mit dabei. Sieht jetzt nicht nach der schlechtesten Taktik aus, die wir gewählt haben. Aber Achtung, Archbold. Der Archbold. Ist das lustig. Müssen wir jetzt aufpassen. Ganz kurz so. Und dann folg ihm. Junge. Cambrai zieht den Sprint jetzt an. Ah, das ist zu früh. Müssen wir nochmal kurz abbrechen. Jetzt der Sprintanzug. Und jetzt muss Orbe raus. Der hat einen ordentlichen Punch und den muss er jetzt ausspielen. Halt, Orbe, das ist viel zu spät. Viel zu spät. Ah, guck mal, wie viel Platz da noch war. Ach, das ist so ärgerlich.
Mann, warum ist das alles so schwierig in dem Spiel? Die Sprints waren früher so einfach. Hast dich irgendwo dran gehängt, hast auf Sprinten gedrückt, hast gejubelt. Gut ist. Und mittlerweile ist das so eine Wissenschaft. Mann, Roy Jans gewinnt Etappe Nummer 4 der Tour de Langkawi. Adam Blythe wird Zweiter, Dritter Haritz Orbe, dann Huub Duin, Andrea Peron, Sechster Luis Verwacke, dann Matteo Bussato, Dries van Gestel, Benjamin wahrscheinlich Prades und Ivan Rovni. Das sind die Top 10 von heute. Der Gesamtwertung baut damit Roy Jans seinen Vorsprung aus. Er hat jetzt 12 Sekunden Vorsprung auf Andrea Peron, 17 auf Adam Blythe und 20 auf Haritz Orbe. Dann folgen Duin, Zardini, Bussato, Rovni, Prades und De Klerk. In der Bergwertung führt Yevgeny Koberniak weiterhin, punktgleich jetzt allerdings vor Olsian Velia. Mit 10 Punkten folgen Juri Hollmann und Matthias van Gompel. Dann haben wir die Punktewertung. Roy Jans führt mit 90 Punkten vor Andrea Peron, der hat 72. Adam Blythe hat 70 und Haritz Orbe auf Rang 4 hat 62 Zähler. In der Nachwuchswertung führt Benjamin De Klerk von Sport Flanderen zeitgleich vor Ribalkin, Verwacke, Abrahamsen, Van Gestel, Nich, Deltombe und Kurset. Die sind alle zeitgleich. Also auch da kann es noch spannend werden. Und in der Teamwertung führt Gazprom Rusvelo vor Sport Flanderen Balois und Austria Cars Pro Cycling. Damit also drei Teams zeitgleich, alle anderen haben erstmal mindestens eine Minute Rückstand. Ja, und das war es also von dieser vierten Etappe hier bei der Tour de Langkawi. Wir schaffen es nicht besser als Dritter. Es ist so traurig. Jan Brockhoff hat einen Kahnbeinbruch erlitten und Yannick Meyer hat einen Schlüsselbeinbruch. Na klasse. Also vom Glück gesegnet sind wir nicht. In der nächsten Etappe der Vuelta Ciclista Catalunya wird zügig und bei der Tour de Langkawi ja auch so ein bisschen. Also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier beim Pro Cycling Manager. Ciao.